I am gespannt. I'm so close. I have to go on. Das geht. Da ist sie reingegangen. Hallo? Boah, ich will der gar nicht folgen, wenn ich ehrlich bin, ne? I'm almost out of here. Munition immer gut. Nehme ich gerne mit. Die Leiter? It won't turn on. Schade. Den Ausgang? Wir haben doch noch Schlüssel ohne Ende. Kann doch nicht sein, dass das so easy ist. Jetzt haben wir hier noch ein C. Nochmal Munition, macht mir auch Sorgen. Wie viele Menschen werden wegen dir noch leiden? Das ist meine Strafe. War das, was ich getan habe, schlimm genug, um mich an diesen Punkt zu bringen? Oh, 4. Muss ich dafür bezahlen, was ich den Menschen angetan habe, die mir in die Quere kamen? Bezahle ich die Schuld für all das Geld, das ich ihnen gestohlen habe? Nein. Ich werde es niemals zugeben. Warum bin ich immer der Böse? Ich habe nur das getan, was für mich am besten war. Ist das ein Verbrechen? Ich hasse alles und jeden. Warum denke ich über diese Dinge nach? Das bin nicht ich. Ich brauche Hilfe. Matt. Matt ist Matt. Oh. Und nochmal eine Bandage? Oh boy, oh boy, oh boy. Ich schleich lieber. Ich schleich lieber. Da ist ein Spiegel. It's a metal figure of a turtle. Was ist mit diesen entführten Frauen? Ich weiß nichts über die verdammten Frauen. Und die entführten Frauen? Fuck. Und die entführten Frauen? Verdammt. Ich weiß, dass George sie in das alte Motel brachte und dieses Video machte, aber sonst weiß ich nicht. Ich habe nur dieses Video verkauft und sie auf Untergrundmärkten zu Geld gemacht. Also die Videos. Ich hatte nie etwas mit dem zu tun, was Josh tat. Ich wusste nicht, was mit den Mädels passierte. Ich war nur ein Bauer, ein verdammter Niemand, Matt. Wurden die hier umgebracht? Oder vielleicht vergewaltigt? Oder beides? Das wäre hier die Präsidenten-Suite, wa? Das spüre ich doch. Es ist aber keine Gefahr jetzt aktuell hier. Wenn du das hier liest, gebe ich dir die Chance, von hier zu fliehen. Ich kann Oxide jetzt nicht verlassen. Ich bin ein Teil des Ganzen. Aber du, lauf und mach etwas aus deinem Leben. Nutze diese zweite Chance. Und wer weiß, vielleicht kannst du mir eines Tages die Freiheit zurückgeben, die ich dir heute gebe. Eva. Du Heilige, ey. Da komme ich nicht raus. Ich fühle nur Schmerz. Ich erinnere mich ständig an das Motel und an die Tage, die ich vor dieser ganzen Sache erlebte. Dieselbe Zeit und derselbe Ort wieder und wieder. Ich sehe mich selbst, wie ich die heruntergekommenen Gänge erkunde und ablaufe, als ob nichts von all dem passiert wäre. Obwohl das Motel damals wie ein Gefängnis für mich war, habe ich jetzt das Gefühl, dass ich es vermisse. Also sie ist schon weg. Aber will mir trotzdem die Freiheit geben? Merkwürdig. Wieso kriege ich so viele Bandagen? Hallo, Hilfe? Warum? Was ist mit den entführten Frauen? Ich weiß nichts drüber. Lass mich in Ruhe. Warum tue ich mir das an? Wozu all diese Fragen? Wer ist die Frau? Warum kümmert es mich, wer sie ist? Noch eine, mit der man Geld verdienen kann? Fuck, Matt. I'm almost out of here. Im Leben nicht.
Da ist sie. Wandert da herum wie so eine gruselige Tante. Alright, 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 alright. Da ist ein Riesenblut. Na, ich wollte noch gucken. Oh, 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 oh. Quick-Aktion. Mach zu, ja. Nicht überlegen, mach einfach mal zu. Genau, wunderbar. Warum tut er mir das an? Was will er von mir? Ich spüre, wie meine Seele sich verdunkelt und grausam wird, wie ich in zwei Teile gespalten werde, wie Wut und Schmerz mich von innen auffressen. Aber auch wenn man mich vielleicht auslacht, ich schreibe gerne. Ich hoffe, dass ich wenigstens das nicht verliere. Denn es ist das Einzige, bei dem ich selbst sein kann. Das Einzige, was mich in diesem Ozean der Dunkelheit etwas Licht bringt. Das Einzige, was meine Freundlichkeit und mein wahres Ich zeigt. Eve. Ist Eve dieses Monster? Ich fühle mich, als würde sich mein Körper und mein Geist ausdehnen. Schmerz ist jetzt Lust. Lust ist Rache. Lust ist alles zerstören. Oder dass sie so zwei Persönlichkeiten vielleicht hat. Evil und Eva. Und Eva einmal als Mensch da ist und einmal als... ja, was auch immer. Das hat gereicht. Nachladen bitte, bevor irgendwas anderes noch kommt. Laden wir einmal schön schnell entspannt nach. Ist das vielleicht dafür da, für diese Dinger, die ich da gefunden habe? Hier diese Aufkleber vielleicht? Wo ich mich gefragt habe, weil das ist das Einzige, wo ich jetzt sagen könnte, jo, vielleicht würde das hier dran geklebt, aber nee, kann er nicht. Dann hätte ich ja eine Benachrichtigung. Steht die da noch? Ist die da noch? Ich gehe nicht. Ach, das ist gar keine Blutlache. Das ist nur ein Schatten. Alright, alright, alright. Ein Köfferchen. Telefon funktioniert natürlich nicht. Wunderbar. Ein Baseballschläger. Gib mir den. Den kriege ich nicht. Das ist ja belastend. Was haben wir hier? Baseball. Linksbums. Oh, das war mutig. Bewegt mich nur in Zeitlupe hier. Das ist die Kantine, der Essensraum. Oh no, da ist wieder so ein Vieh. Hallo, Hilfe. Butter. Ich habe aber jetzt kein Benzin mehr. Was mache ich denn jetzt? Looks like some kind of liquor. A clean ashtray. A clean ashtray. The fire is really strong. I'd better be careful. Ist das ein Feuerzeug? Das ist ein Feuerzeug. Das ist ein astreines Feuerzeug. Ich kann alles und jeden sehen. Das Motel. Jetzt ist es ein Teil von mir. Jede Wand, jedes Fenster. Ich kann es fühlen. Evil. Alright. Evil. Evil Knievel. Bleib. A jar full of honey. Oh, Honig. Honig ist gut. Maybe if I get out of the restaurant. Aber wofür habe ich das Feuerzeug nun? Was hat denn jetzt aufgenommen? Geschirrtuch, das mit Öl befleckt ist. Ein Geschirrtuch, das mit Öl befleckt ist. Und da sehe ich doch hier was Brennbares, Spiritus oder sowas. Ja, ja, genau, genau. Die Frage. Ach, der will einen Molotow haben. Bin ich ein schlechter Mensch? Ich hätte etwas tun können. Ich hatte diese Form vor dem Leid bewahren können. Was ist nur aus mir geworden? Ach, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Alright, pack mal den Badezimmerschlüssel. Glaube ich, brauche ich jetzt aktuell nicht. Und nimm mal die Ente mit. Nein, kein Spaß. Spaß ist ein Spaß. Wir nehmen natürlich jetzt erstmal die Flasche und den Apfel. Okay, alright. Also, wir machen das so. Nicht, sondern wir machen das so. Ja, sicher. Jetzt ist nur die Frage, was passiert, wenn ich das jetzt anzünde? Ah, okay. Ah, alright, alright. Nur, ich bin ziemlich nah, ne? Das ist egal, spielt keine Rolle. Wunderbar. Nice Geschichte. I have to find another way out. Wieso, geht der nicht?
Oh no. Oh no. Das war keine gute Idee. Oh no. Vielleicht brauche ich doch noch den Badezimmerschlüssel. Und eine Banane. Bananen sind immer gut. I think so. Verdammt, orangefarbene Zirkusclown. Dein Leben liegt in meiner Hand. Ich werde deinen Körper verzehren. Assimilierung. Früher oder später wirst du assimiliert werden. Evil. Ist der orangenfarbene, also der mit diesem Overall, der uns da reingebracht hat? Nein, das kann ja nicht Josh sein. Das funktioniert ja nicht. Josh war ja der, der uns versucht hat zu warnen. Das gefällt mir gar nicht mit der Tür jetzt hier. What? Oh no, ich wusste es doch. Was mache ich? Oh. Oh. ASDW. Das ist evil. Shit. Ja, nee, ist klar. Ist bestimmt eine geile Idee. Oh, da hätte es doch bestimmt noch viele Sachen gegeben. Ja, ja, ja. Ach so, wir müssen selber. Was heißt das? Einfach weiter heißt das, ne? Ja, weiter, 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 weiter. Oh, diese Quick-Events, ne? Sind ja nicht meins, sag ich dir ganz ehrlich. Wie kann die denn dem Ding folgen? Ja, ja, das ist Eve bestimmt. Evil. Eva. Alter, ich trau mich nicht. Einzige, was ich mich frage, warum hast du diese Hinweise da? Also, okay, ich finde das hier ist gut. Sag mal lieber nichts. Toll. Sind wir das? I don't know. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nur eins. Da komme ich nicht mehr entlang. Hier komme ich nicht raus. Toilette runterspülen einfach und weg. Ganz einfache Geschichte. Okay, die ist da. Oh Mann, ey. Da ist offen. Das ist eine Drehtür. Yes! I made it out! Shit, that's impossible. This can't be happening. Das war nicht so eine gute Idee. Well, it looks like Eva fried your brain after all. I'd best get out of here before your stench fills the air. Oh, what is this? Seems like someone has taken a walk through my laboratory. What a permission. You stay right here. Josh? That's right. Dead people don't move. Goddamn fool. Oder sind wir das selber? Oh. Oh. Where is that fucking crackpot? Oh, fuck. I have to get out of here. Muss hier raus. Ist das das, was er gedreht hatte? What is this place? How do I get out of here? Okay, ich habe nichts im Inventar. Während ich erforsche, wie Oxid funktioniert, kann ich Eva beobachten, Hauptprozessor des Projekts. Sie hat wohl beim Versuch aufzuwachen oder als eine Art
Reste in Erinnerung ein Metaversum geschaffen, in dem sie sich stundenlang verlieren kann. Ich habe das zu meinem Vorteil genutzt. Bei dem Verhör lasse ich Eva sie als Gäste in das Metaversum mitnehmen. Dort werde ich ihre Gedanken und Erinnerungen in Form von Dokumenten ausgedrückt, die sie selbst geschrieben haben. Ich kann diese Informationen extrahieren, wenn die Menschen sie wiedererlangen. Doc. Eva ist der Hauptprozessor von Oxid. Hierfür muss ein kompatibler lebender Organismus verwendet werden. Das sind wir dann wahrscheinlich. Ich habe jahrelang gesucht, bis ich sie fand. Sie weiß nichts davon, aber sie repräsentiert etwas sehr Wichtiges. Sie steht für die Evolution und könnte vielleicht die Rettung oder Zerstörung von allem und jedem sein. Doc. Bevor jetzt irgendwas hier passiert, würde ich gerne gucken, ob wir irgendwelche Gegenstände noch mitnehmen können. Seit 40 Jahren arbeite und experimentiere ich mit Verbesserungen an meinem eigenen Körper. Diese Arbeit hat mir zusammen mit der Biotechnologie die Chance gegeben, Oxid zu starten. Die erste Modifikation, die ich an mir selbst vorgenommen habe, zielt nur darauf ab, mein Leben zu verlängern. Lunge, Nieren, Harnröhre und so weiter. Aber das war nur der Anfang. Jetzt bin ich zu 30% modifiziert und ich bereue es nicht. Doc. Doc. Biotechnologie ist ein Wissenschaftszweig, der für technologische Anwendung verantwortlich ist, die biologische Systeme und lebende Organismen oder Derivate verwenden, um Prozesse für bestimmte Zwecke zu schaffen oder zu modifizieren. Organismen können genetisch modifiziert werden. Dadurch kann das Potenzial komplexer Organismen, wie zum Beispiel Menschen, genutzt werden. In Kombination hat modernste Technologien können die Möglichkeit endlos sein. Meine neuesten Fortschritte zeigen, dass dies möglich ist. Und bald wird der Mensch den Beginn einer neuen Revolution erleben, die nur ich verstehen kann. Doc. Also will er quasi alle Leute da mit ihr, also in ihr Universum bringen. Obwohl meine Forschung hauptsächlich von meinem außergewöhnlichen Intellekt abhängt, bin ich dankbar, dass sie mir geholfen hat. Es ist bisher zu schaffen, hierher zu schaffen. Ohne ihr Geld, dieses Motel und vor allem ohne Eva, wäre das alles nicht möglich. Sie hat ihre eigene Enkelin geopfert. Aber ich verstehe alles zum Wohle der Allgemeinheit, Doc. Also ist Eve oder Eva vielleicht die Großmutter? Nee, kann ja nicht sein. Eva hat ja geschrieben, meine Großmutter hat mich hierhin gebracht, ne? Ich weiß, dass sie da ist, aber ich will erstmal gucken, ob ich irgendwas hier mitnehmen kann, um mich zu verteidigen oder irgendetwas. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Anziehen oder so kann ich mich auch nicht. Lümmel hier immer noch frei rum. Ach so, wir können gar nicht zu ihr. Oh no, die ist nur ein Klumpen. Nee, gar nicht wahr. Die hat eine Decke über sich. Ich kann ihr nicht helfen. Ich kann ihr einfach nicht helfen. Schade. Okay, ich muss weiter. Eva, hau rein. Ich wünsch dir was. Das sieht hier nicht gesund aus. What is this place? How do I get out of here? I don't know, my friend. Maybe with Bücken? Da kommt er. Shit! I told you not to move. Why doesn't anyone listen to me? I guarantee you. Oh, bitte kein Quick Event wieder. I see you. I'm going to hunt you. Gib mir doch die Axt! Gib mir doch die Axt einfach! Ich schlag ihm den Arm ab! Rache schließen. Ich kann doch nicht Rache. Das ist noch nicht das Ende. Wenn ich nach der Befragung der ersten Person keine klare Antwort bekomme, befrage ich die beiden anderen. Es wäre viel einfacher, die Polizisten mit Oxid zu verbinden, aber Eva lehnt das aus irgendeinem Grund ab, den ich nicht verstehe. Also verbinde ich Josh damit. Und bei der Polizistin werde ich etwas ältere, weniger effektive Technik anwenden, die aber genauso brutal sind.
Meine Forschung ist am wichtigsten. Andere sind nur Ressourcen, Teile, die ich manipuliere und erforschen muss. Einige glauben, dass sie mich kontrollieren können, aber das liegt daran, dass sie das große Ganze nicht sehen können. Wenn die Zeit reif ist, werden mir alle gehorchen. Doc. Der Bruder hat aber auch Probleme. Verdammte Idioten, ich hätte sie nie herkommen lassen sollen, aber ich habe Testpersonen gebraucht und diese Frauen, die waren so verloren und verwirrt. Josh hätte besser aufpassen sollen, wen er hierher bringt. Es sollte nur Prostituierte sein, ohne Familie oder Leute, die sich darum kümmern, wenn sie verschwinden. Verdammter Idiot, ich werde es bestimmt genießen, ihn leiden zu sehen. Ach, guck mal. Und da hat sich dann eine Polizistin drunter gemischt, wa? Ich muss herausfinden, was die Undercover-Polizei, genau, untersucht hat. Verdammter Josh, wenn nur eine Prostituierte, ich muss herausfinden, ob die Frau nur gegen sie ermittelt hat oder ob sie der Existenz von Oxid gegenüber misstrauisch war. Scheiße, ich setze dafür alles aufs Spiel. Boah, der geht mir auf den Sack mit seinem Geklappere. Manche halten mich für verrückt, andere für einen Narzissten, aber wenn alles dies eintrifft, werden mich alle als das sehen, was ich wirklich bin, einem Gott. Die Welt wird nie mehr dieselbe sein und ich werde der Einzige sein, der sie kontrollieren kann. Doc. Seit wir herausgefunden haben, dass die idiotische Frau, die von George ins Hotel gebracht wurde, in Wirklichkeit eine Polizistin war, konnte ich nichts anderes tun, als diese beiden zu verhören. Ich muss erfahren, wie sie herausgefunden haben und was sie herausgefunden haben und ob das eine Bedrohung für Oxid sein könnte. Was wissen sie über uns? Was wissen sie über die Organisation? Doc. Hör mal zu, du Vogel, du. Rache wäre, ich würde ihm die Hand abschneiden, ne? Aber ich glaube. You think you can escape? Das ist ein Aufzug. Ich werde nicht mehr. Das ist einfach ein Aufzug. Hätte ich ja nie gedacht. Ich hätte Rache nehmen sollen, ne? Der catcht mich noch. Der ist bestimmt jetzt, pass auf, der hat ein Treppenhaus, weißt du, der ist schneller oben als ich. 100%, ich hätte Rache nehmen sollen. Lümmel, 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 lümmel. Matt hat Oxid verlassen. Matt ist aus dem Motel entkommen. Jawohl. Haben wir gewonnen? Aber echt gewonnen? What do you want to know? I lost a test subject because of Eva, and they haven't had what you could call a good day. I'm sorry. I apologize. It's just that fucking bit. No, no. I won't talk about her again like that. I know that my life and research depend on you. Don't worry, ma'am. This won't be a problem. I don't think he'll get out of the forest alive. Oh, no. Okay. I'll handle everything. Ich hätte ihn doch den Arm abschlagen sollen. I won't fail you. Okay, also irgendeine... Oh, das war's. Ein Spiel von Michael D. Programmierung, Marketing. Wir haben doch überlebt. Also das ist quasi jetzt einfach nur Möglichkeit für den zweiten Teil. Vielleicht gibt es den schon. Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Geben Sie Juan, Chris, Sergio, Lucio, Raphael. Nice. Gefällt mir. Gefällt mir. War richtig gut. Ich fand es wirklich richtig gut. So Escape-Spiele mit ein bisschen Horror. Mega. Mega, mega nice. Ich habe noch nicht jetzt ganz herausgefunden, was da jetzt Sache ist. Also die Eva hat eine eigene Metaebene erschaffen, wie auch immer, und wir wurden dann quasi mit eingezogen, wie auch immer das funktioniert hat. Und ihre menschliche Seite hat uns, danke fürs Spielen, danke auch, und hat uns quasi geholfen, doch zu fliehen, nicht wahr? Also so würde ich das jetzt sagen. Oxid, Room 104. Und es beginnt wieder von vorne. Gut,
Jetzt bin ich fast auf 50 Minuten. Dann würde ich sagen, mache ich das ganz, ganz schnell. Super Spiel, klare Empfehlung. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lass gerne ein Like da und ein Abo. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Projekt. Also, bis dahin.